Ach ja, ich finde es übrigens sehr geil, dass ich meinen Körper an Fuchse verkauft habe für Zucker und Schnee und jetzt brauche ich das nicht mehr, weil es verboten wurde. Nein, das ist geil. Oh, das tut mir leid. Oh mein Gott. Tim. Ich fühle mich jetzt viel besser. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Create Life 5. Und es gibt ein paar große Änderungen. Wir haben uns ja versucht vorzubereiten auf diese Milchshakes, denn damit kann man verschiedene Erzsteine ein bisschen besser machen. Wir haben ja diesen Ponder Stone Generation Button. Und wenn man hier sehen kann, da kann man halt auch direkt hier dieses Viridium oder Scoriastas, Crying Obsidian, Calcite, Azurin herstellen, dass man einfach dann mit einem Bohrer das abbauen kann, einsammeln kann und sowas und auch andere Blöcke hier, da kannst du Gold, glaube ich, rauskriegen und sowas. Also so Stone Generation mit Flüssigkeiten und meine Damen und Herren, das wurde offiziell verboten und rausgepatcht, weil das zu OP war. Das heißt, wir haben uns für unseren Körper umsonst verkauft, das letzte Mal für Zucker und Schnee. Alles umsonst, jetzt habe ich ja da meine Sugarcane-Plantage, aber das gut. Hat sich jetzt erstmal, ne? Würde ich sagen, dann ist es so. Ansonsten waren wir immer noch am Spawn, deswegen Thema der heutigen Folge. Wir waren am Spawn unterwegs und ich habe das mal mit aufgenommen. Also, nächste Woche wird es eigentlich ein wichtiges Event geben. Nächste Woche, kündigen wir euch an, werden wir das Endportal öffnen und das End wird dieses Jahr auch wieder ein bisschen interessanter als letztes Jahr. Und wir werden ab jetzt etwas freischalten. Was genau das ist, werde ich euch auch noch mal ausführlich im Discord erklären. Und zwar kommt mal einfach mit. Ich würde sagen, es ist soweit, wir können uns das jetzt mal angucken, was es genau ist. Wir werden hier ins Schiff rein, in das Basti Doc schon vor einer Woche reingekommen ist. Genau. Let's go! Hast du einfach die Schürze drüber? Oh mein Gott, Fuchsin! Oh, hier sind doch die Boote von Basti! Ich war als erstes drin! Nee, ich war als erstes drin mit Basti. Das, was jetzt neu ist, ist die ATM, die hier vorne steht. Bankomat! Oh, da sind Bögen drin, richtig viele. Oh Gott. Nein, das sind die ganzen Rüstungen einzeln. Das sieht aus wie alles, was wir geschreddert haben, oder? Also wer hat denn hier Rüstung geschreddert? Das ist ja eine Gemeinheit. Also, das gehört verboten. Das gehört echt verboten, Rüstung da reinzuballern. Wer hat denn die Kupferblöcke geschreddert? Emerald? Mending-Schwert? Der Bremi, den Emerald zusammen geschreddert, Fuchse. Der Waden. Einfach 22.000 Holz. Also, falls jemand Holz braucht, da ist wohl ein. Hey, Emerald. Das Holz ist von mir. Oh, XP. Oh, krass. Emeralds. Wieso sind da 51.000 Holz? Da ist einfach ein Schaft drinnen. So, ich habe mir erstmal ein Stack Emeralds gegönnt. Geil, jetzt bin ich weiter. Also, ihr könnt auch Sachen kaufen, ne? Ich habe kein Geld. Ich hab noch nie was geschreddert. Sieht man das überhaupt, wie viel man hat? Ja, genau, das steht da drin. Nee, das werden wir jetzt einrichten. Wir werden das jetzt demnächst auf die Tab-Liste packen. Das heißt quasi, dann wird dort gecountet, wie viele Punkte ihr habt. Ich werde es auch noch mal ganz kurz erklären, wie es im Discord ist. Das ist noch ein Beta-Feature. Deshalb, ich hoffe und drücke die Daumen, dass alles so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Falls irgendwas da schief läuft, Beta, okay? Aber die Idee ist folgende. Ihr könnt ein Item bauen, das heißt Shredder. Und dieses Item könnt ihr quasi einfach finden, Shredder. Das Ding ist, sobald ihr den Shredder platziert, ist er auf euch gemünzt und schreddert Items zu Punkten. Die Values zeigen an, welche Punkte man bekommt pro Item. Und wichtig ist, er schreddert die Items immer, aber Punkte werden nur auf euer Konto addiert, wenn ihr online seid. Das heißt, ihr müsst online sein, damit die Punkte gut geschrieben werden. Die werden demnächst in der Tab-Liste angezeigt. Dort seht ihr dann, wie viele Punkte man hat. Und ihr könnt Items für die doppelte Punktzahl wieder zurückkaufen aus diesem Interface. Das heißt, wenn ihr sagt, oh mein Gott, ich brauche jetzt dringend dieses Item, dann könnt ihr eure Punkte auch nutzen, um schneller Items zu bekommen. Okay? Okay. Aber wieso sind da 103.000 Flint drinnen? Ja. Jemand hat schon geschleddert. Also ich bin unschuldig, ganz bestimmt. Ich habe aus Versehen gerade auf die Emeralds geklickt, mit 43 gekauft und alle meine Punkte sind weg. Oh nein! Oh nein! Ich habe auch gerade 2 Mil dafür ausgespart, macht ja nichts draus. Ich hab einen. Ich denke mal, dass das jetzt heute noch nicht so super interessant wird, aber in den nächsten Tagen wird das auf jeden Fall interessant. Also, sobald man die anklickt, in die Hand nimmt, hat man schon gekauft, sozusagen. Genau. Genau. Okay. Es sollte möglichst einfach sein, dass man die schnell rausziehen kann, shiften kann. Ja, also ja. Dann. Und ihr solltet eure Punkte auch in der ATM drin sehen. Eure Punkte müssten dort gestehen mit einer Zahl. Null. Wo? Null. Arme Mann. Also, wenn drin steht, ist unten eine Zahl, das sind eure Punkte. Wie gesagt, ihr müsst einen Shredder bauen. Achtet bitte vorsichtig, wenn ihr den Shredder baut. Es wird auch eine kleine Regel geben. Bitte nicht den Shredder von einer anderen Person abbauen und hinbauen, weil damit münzt ihr den um auf euch und das ist natürlich ein bisschen unfair dann, ne? Also an deiner Stelle würde ich das ja an die Regeln auch reinschreiben. Werde ich. Das im Nachhinein.
Werde ich. Mir geht, tut mir leid, ich habe gerade gemerkt, dass ich Fieber auch noch bekommen habe, deshalb mir geht's überhaupt nicht gut. Ich werde das, sobald es mir besser geht, mit drum kümmern. Genau, ab jetzt ist auch dieser Bereich hier im Spawn freigeschaltet. Ich bitte euch nicht, dieses Tor zu überwinden. Basti wird zu suchen. Da würde ich noch eine kleine DM an Basti Zock schreiben. Es ist auf jeden Fall noch, es ist noch eine zweite Protection dahinter. Wer dahinter geht, wird sofort gekillt. Gekillt! Accepted! Und Inventar wird gelöscht. Drei mit nur. Nein, Spaß. Und Permaban, oder? Ihr dürft die Maschinen hier benutzen, die ja auch sind. Das heißt quasi, die sollen den Spielern helfen, die vielleicht, ne, wenn ihr das Gefühl habt, so, oh Gott, ich brauche mal eben schnell eine Presse oder so. Ihr dürft alle Maschinen hier nutzen, die hier aufgebaut sind. Okay? Gut. Oh, okay, das ist cool. Geil, es sieht richtig schick hier aus. Möchte ich mal ganz kurz wertschätzen, weil das Bauteam hat echt crazy gebaut. Sieht echt süß aus, ja. Guck mal, hier ist auch so ein Terminal, das kann man benutzen. Ja, dann. Oh, tatsächlich, ich alle Sachen reinlegen will. Guten Arbeit. Okay. Ich werde es euch auf Discord wissen lassen, was passiert. Ich denke, ihr kriegt da jetzt nochmal Informationen. Entweder, wenn ich schaffe, noch heute Abend das zu schreiben. Wenn ich jetzt aber gleich das Gefühl habe, dass ich das heute nicht mehr überlebe, dann schreibe ich euch morgen die Nachricht auf Discord. Punkte könnt ihr jetzt schon zählen lassen. Also ihr könnt jetzt schon Shredder bauen. Das funktioniert auch. Die Punkte könnt ihr aktuell nur bei den ATM sehen, aber ihr werdet sie demnächst auch oben sehen in der Tab-Liste. Ja, und nächstes Wochenende kann man schon mal auch anteasern, werden wir uns wahrscheinlich ab 20 Uhr hier am Spawn treffen und dann dieses Tor hier öffnen und ab dann kommt auch noch mal ein bisschen das Grüne? Okay? Das große Grüne, ja. Dann kommt noch was. Samstag oder Sonntag? Wahrscheinlich Samstag. Denn das ist noch ein ETM, wo es vierfach kostet. Da könnt ihr es dann zu echtem Geld eintauschen. Wie kauft man da jetzt eigentlich Einzel-Items, wenn da jetzt was gesagt ist? Einfach aus Versehen irgendwo draufklicken und all deine Punkte. Rechtsklicken, linksklicken, genau. Also ich glaube, rechtsklick kannst du quasi einzeln auswählen. Ich würde es mit irgendwas Billigem probieren, wenn ich du wäre. Ja, ich habe eh keine Punkte, deswegen. Ich auch nicht. Ach ja, Punkte. Können wir irgendwie auf Tab anstatt die Tode diese Punkte anzeigen lassen oder so, weil das geil ist? Ja, oh, also man sieht jetzt auch anzeigen. Ist es auf Tab die Tode? Wir haben noch nicht die Tode auf Tab. Space. Also gerade, was, jetzt haben wir da die Nuller, also haben wir jetzt doch Tode gemacht. Also Punkte. Das sind noch keine Tode, das sind die Punkte. Die sind aktuell noch nicht synchronisiert, die werden noch synchronisiert. Ah, okay, gut. Also die Tode wird man nirgendwo sehen. Möchtet ihr denn unbedingt die Tode angezeigt haben? Nein. Ja, das war nicht vorgesehen. Die sind so irrelevant hier. Die sind irrelevant. Also. Kommt aus Projekt an. Ich denke das auch, genau. Spark sagt, das ist irrelevant, dass er seinen Körper verkauft. Nein. Irrelevanz hatte ich ja die Level da drin. Ach ja, ich finde es sehr geil, dass ich meinen Körper an Fuchse verkauft habe für Zucker und Schnee und jetzt brauche ich das nicht mehr, weil es verboten wurde. Wie bitte? Das ist geil! Oh, das tut mir leid. Oh mein Gott, Tim. Ich fühle mich jetzt viel besser. Es durfte einfach meinen Kopf mit einem Amboss zerquetschen, ich habe gelitten. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, das klingt nach sehr viel Spaß. Den habt ihr bestimmt auch. Joe. Viel Spaß beim Körperverkaufen und zerquetschen und so. Jo, werden wir haben. Gute Besserung. Gut, danke schön. Gute Besserung. Tschüss. Jo, danke. Man merkt, wie krank. Was brauchst du noch für Items so? Man merkt ehrlich, wie krank Joe gerade ist, dass er nicht darüber nachdenkt, dass Körperverkaufen und Körper zerquetschen geht. Also ja, viel Spaß beim Körperverkaufen und Körper. Ich habe mich geopfert für ein Investment in meine zukünftige persönliche finanzielle Unabhängigkeit und was ist jetzt, wenn die Dinger verboten sind, abgeschafft worden? I'm sorry. Scheiße. War so nicht gewollt. Weißt du, wie es Dropship angehen wird, wenn Dropshipping irgendwann verboten wird? Nein, ich würde niemals selbst Dropshipping machen. Ich würde nur Dropshipping-Kurse anbieten. Weißt du, damit verdient man ja was. Mit Dropshipping selbst natürlich nicht. Was? Fünfkopf. Sehr gut. Wir haben jetzt dort einen Shop, wo wir uns Items wieder zurückkaufen können, die geschreddert worden sind für die doppelten Kosten und so weiter und so fort. Dies, das. Ich bin hingegangen und würde sagen, der Plan der heutigen Folge ändert sich. Denn ich werde ja generell mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also ich würde ein bisschen für Punkte sorgen und so, mir eine Punktefabrik mal machen. Das ist schon mal High Prio, würde ich sagen. Und dann gibt es ja unser langfristiges Ziel. Zunächst mal, Late Game Items habe ich jetzt erstmal hier so. Ne, wir haben hier unsere, unser ME-System, Anführungszeichen, mit dieser Vault und sowas in den Dreh. Und die Frage ist gerade, wie wir es machen. Ich bin am Überlegen, noch auf die Creator-Rüstung langfristig zu gehen. Ich glaube nur, ich kann die jetzt noch nicht permanent oder nicht wirklich angehen, weil die nochmal geändert wird. Beziehungsweise da braucht man ja Sachen aus dem End und das wird das vielleicht nächste Woche oder so freigeschaltet. Müssen wir mal schauen. Alleine der reine Materialwert von dem Ding liegt bei 7 Millionen Punkten oder sowas. Ist ja ganz wild.
Blaze Plate. Also ich denke mal, das ist unser, immer noch unser Late Game, Endgame und sowas. Da können wir mal gucken, ob wir die besseren Materialien so noch machen. Das ist erstmal das eine. Aber bis dahin, ich lege los, wir machen erstmal eine, hier eine Materialfabrik, eine Punktefabrik in Anführungszeichen. So, und ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge gesehen haben. Ich habe jetzt hier nochmal um mein Lagersystem noch ein bisschen weiter rumgebaut. Ganz einfach und verfügbar, jeden Föhneimer Washing mit Lava, mit dem Solifier, mit normalem Feuer, dann Mixer, um jetzt hier alles mal gut zusammen zu mixen, wenn ich was brauche. Hier hinten nochmal einen Crusher, der schnell verfügbar ist, einfach so fein, säuberlich und ordentlich. Alles aufgebaut. Die waren eigentlich hier, um die Milchshakes zu mixen, aber die kann ich mir jetzt eigentlich wahrscheinlich sparen. Gucken wir mal. Und ja, einfach so gleich, ich hab mal alles hier auch abgebaut von da hinten und nach vorne verlagert. Wir haben jetzt hier hinten nicht mehr so Kleinzeug, ne? Bei der Eisenfarm hier vorne gibt es jetzt nicht mehr den Mixer und den Plattenpresser, das ist jetzt alles vorne und sowas. Hier, falls irgendwas war, habe ich das abgebaut. Hier ist komplett alles jetzt weggemacht. Hier vorne sind so ein paar Farmprodukte, so ein bisschen Kleinzeug und so. Die Sniffer dürfen ruhig weiter noch hier Zeug reinsammeln. Bisher immer noch kein Sugarcane, witzigerweise. Also ich habe es jetzt ja anderweitig bekommen, ne? Aber gut, hier vorne ist so meine Beginner-Area, da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Business und sowas. Und ich habe das jetzt verlegt nach hier hinten. Wir haben den, genau, den Crusher, der hier vorne stand, den habe ich abgebaut und sowas. Und hier fange ich jetzt die neue Fabrik an. Da mache ich mich ran. Ich würde versuchen, automatisch Gold zu produzieren und versuche dann einen netten kleinen Fabrik-Setup einfach mal zu bauen. Und wir schauen mal, in welche Richtung das geht, oder? Das wäre der Plan und da würde ich mich jetzt mal ranmachen. Ich habe hier, wenn wir jetzt Goldfabrik herstellen, da bin ich jetzt heute angekommen. Ja, hallo, moin, Goldfabrik. Wir machen das so, wir müssen ja Granit herstellen. Granit wird gemacht aus 4-mal Sand und 1-mal Quarz. Das heißt, ich habe jetzt Sand, 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 Sand und hier wird Quarz hergestellt, also auch nochmal Sand, der hier nur geblastet dann wird. Und dann können wir das alles hier zusammenführen. Dann habe ich das Verhältnis 1, 2, 3, 4 zu 1, also perfektes Verhältnis, sodass ich immer perfekt das umcraften kann zu Granit. Der Granit wird dann gecrushed zu rotem Sand. Dieser wird dann gewaschen. Und dann kommen da hinten Goldnuggets raus. So, und diese Goldnuggets, die können wir dann entweder für uns selbst benutzen oder halt dann in den Shredder packen, um Punkte zu farmen, weil Gold sehr, sehr viele Punkte gibt. Und das wäre mein Plan. Und wenn diese Farm gefällt, werde ich die halt noch ein zweites Mal bauen oder je nachdem. Oder ich habe auch noch eine andere Idee für eine Punktefarm, da werde ich mal gucken. Aber das wäre jetzt erstmal mein Plan, wo wir loslegen würden. Und ich schaue mal, ob das perfekt geht. Das ist nämlich jetzt erstmal, ich glaube, das ist die erste größere aufwendigere automatische Farm, die auf ein bisschen mehr Next Level ist, wo auch ein Crafter noch dazwischen ist. Bisher haben wir immer nur Sachen umgewandelt, wie hier vorne bei dem Eisen. Weißt du, wird Gravel gewaschen und dann hast du schon das Eisen fertig raus, kannst du neben Ende Gelände. Und mein Plan ist es jetzt, eine kompliziertere Farm zu bauen und da gucken wir mal, ob das alles so hinhauen wird. Ja, ich habe mich extra für diese Mills entschieden und nicht für die Crusher, weil die Cobblestones ja, wie soll ich sagen, nicht Stack war, die Cobble Generator, die werfen ja nicht stackweise Steine runter, sondern so jede Sekunde ein und dann müssen auch diese Mills hier locker ausreichen. Und es ist kompakter und kleiner und deswegen habe ich das jetzt mal kurz hier vorgezogen. Okay, dann würde ich einfach mal die Farm hier ein bisschen weiter bauen. Ich zeige euch, wie das dann aussieht. Ich hoffe, das Verhältnis ist perfekt. Ein Roboter haben wir das dann zusammen craften und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal gucken, ob es läuft, ja? Gut, Leute. Hier läuft es einwandfrei übers Förderband. Ich habe das gerade auch schon mal funktionierend gehabt, aber es ist zu wenig gewesen, Leute. Der Crafter, alles hat geklappt. Ich habe den Setup richtig gebaut. Hier vorne werden jetzt Goldnuggets durchgeschreddert. Die Sache ist noch die, die Crafter sind zu langsam. Es wird so viel an Quarz und Sand jetzt produziert, dass ein so ein Crafter nicht hinterherkommt. Das ist zu lahm. Und ich muss jetzt schon eine ganze Fließbandproduktion und Förderbandstrecke mit einzelnen Craftern und Robotern machen, damit ich überhaupt es schaffe, die Produktion zu verbrauchen, weil ich will nicht, dass ich zurückstaut, ne? Und ich habe jetzt hier, also die Crafter bestimmen, wie viel und wie schnell was durchkommt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Mal werde ich jetzt gleich die Granit-Crafter nebeneinander haben. Und dann geht es hier komplett ab. Also ihr passiert schon wieder einiges, Leute, ich sag's euch. Aber da ist irgendwo was aufs Förderband, ja. Nee, manchmal verschwinden ja Sachen und ich weiß nicht, wo die hingehen. Das ist ein Problem. Manchmal sammle ich Dinge ein und die sind zack weg. Ja, und ich werd hier generell noch mal ein bisschen umbauen müssen, weil das geht dann, glaube ich, so nicht. Also, ich mache noch mal 5 von diesen Craftern parallel. Mache weitere Roboterarme, die alle jetzt hier eine Task kriegen, von A nach B zu liefern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wollte ein kleines Zwischenfazit einbauen, nicht, dass alles schon fertig ist und ihr den Weg denn nicht gesehen habt. Und dann gleich nochmal ganz genau, wie der Ablauf ist. So, meine Damen und Herren, ich glaube, ich habe es geschafft. Die Fabrik ist fertig. Ich werde jetzt den zweiten neu gebauten Teil anschalten
Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Ich würde mal ganz kurz durchgehen mit euch, ja? Also, das hat mich gerade weggekokelt. Löschen. Ah ja. So, Stein wird produziert. Gravel, Sand. Und bei dem fünften wird der Sand zu Quarz gemacht. Der Quarz. Und der Sand stapelt sich jetzt hier drin. Aber das Verhältnis von der Produktion sollte 4:1 sein. Das perfekte Verhältnis, um Granit herzustellen. Granit kostet nämlich das hier, 4 Sand, 1 Quarz. Dann habe ich jetzt hier vorne Folgendes. Hier einen kleinen Puffer. Das ist wichtig, damit der Sand auch zu Quarz geschmolzen wird und nicht einfach durchfährt. Und hier hinten wird dann jetzt ausschließlich noch wieder Sand und Quarz rausgeschmissen. Und jetzt habe ich hier eine Fertigungsstrecke mit mehreren Modulen, die immer gleich aufgebaut sind. Hier haben wir einen Roboterarm, der nimmt sich vom Förderband die Items, wirft die hinten in die Brass Funnel rein und die Brass Funnel, die fügen es dann hier vorne korrekt in so einen Crafter rein. Und der Crafter ist dafür da, vielleicht kann ich das auch mal irgendwie nach hinten schieben, oder? Ich guck mal, ob es reicht. Der Crafter ist dafür da, deine Granit zu erstellen, aufs Förderband zu droppen. Und ich hoffe mal, dass das noch reicht, dass das hier richtig hingeworfen wird und der Funnel das aufsaugt. Ich denke es aber mal. Hier auch wieder aufs Förderband, hier auch wieder aufs Förderband, hier auch wieder aufs Förderband, da ist ein Förderband. Hier oben die Zahnräder sind dafür da, um jetzt die Crafter anzutreiben. Und das gleichermaßen werden die Roboarme auch von lauter Zahnrädern angetrieben, die hier unten versenkt sind. Und das wird dann übertragen von dem Förderband hier über so eine Gearbox einerseits nach oben hier zu den Craftern und nach oben zu denen hier vorne, nee, zu den Ärmen und zu den Craftern. Ja, und das, wenn ich jetzt hier einen Band setze, also ich das mit dem verbinde, dann sollte das hier hinten alles laufen. Und wenn ich hier eine Gearbox setze, sollte der Crush-Mechanismus laufen. So, das ist der Plan. Und da würde ich noch mal ganz kurz gucken, bevor wir das machen. Wir wollen ja an den Output am besten immer, das ist jetzt nicht schneller oder langsamer, deswegen gib mal ganz kurz Granit. Am besten bitte stackweise Granit rausjagen, weil ich habe hier vorne nur so 3 Plätze frei, dass immer 3 Stacks Granit dann gerade gebrutzelt werden oder so, aber ich glaube, die werden schneller durchgebrutzelt als nötig. Wenn ich rechts gedrückt habe, kann ich jetzt hier gleich immer 64 dann rausgeworfen werden. Das ist neu, das konnte man früher irgendwie mit Scrollen oder sowas machen. Ja, ne, dann würde ich sagen, aktivieren wir mal die komplette Fabrik oder so. Das und das. Die Frage ist natürlich, oh, alle Roboterarme? Na, alle Roboter, oh mein Gott, hinten wird noch weggeschmissen. Ja, da muss ich gleich mal, ich muss hinten noch einen Stopp machen. Aber hier kann ich auch schon mal loslegen, ne? There we go. So, hier kommt jetzt hier richtig schön das Granit rein, im richtig guten Maße. Alright, ja, ich sollte, also es müsste jetzt eigentlich zurückstauen. Und ich würde sagen, wir könnten hier hinten als Stopp einfach ein Depot machen, oder? Warte kurz, kann ich hier nicht jetzt sagen, ey, lass mal hier ein Depot. So als Ende, damit sich, genau, damit sich das zurückstaut. Und dann gehe ich jetzt nochmal hin und werfe natürlich auch hier den Quarz selbstverständlich hier raus. Damit er sich hier zurückstaut, jetzt auf dem Fließband. Und das mache ich jetzt nochmal mit allem. Das Inventar ist jetzt leider ein bisschen arg voll geworden. Die andere Sache wäre halt, wir hätten jetzt gucken können, ob sich es weiter zurückstaut oder ob die Produktion nachkommt. Aber ich schmeiße das erstmal einfach hier rein. So. Beim Sand könnte ich das identisch machen, aber wird wahrscheinlich schon hinhauen. Guckt euch das mal an hier. Fließbandproduktion auf Doom. Alles arbeitet gerade perfekt hier. So. Ich werde nochmal die restlichen Sachen hier mitholen. Oh, das ist schön. Ich fühle mich gerade wie ein Großgrundfabrikbesitzer. Komm her. Das weg. Das weg. Nochmal den Quarz irgendwie, den ich zu viel habe. Ja, es ist leider hinten alles runtergeflutscht, aber das sieht aktuell sehr gut aus. Wir können aber den Punkten dann nochmal gucken. Wir sind 188k, haben wir. Und da sollte jetzt mal in etwas größeren Schwallen das rauskommen. Hier mache ich nochmal das rein, das wieder zurück. Wollen ja auch nichts verschwenden und so, aber selbst wenn man so ein bisschen sandig spawnt, ist eigentlich egal. Ich würde sogar sagen, ich packe den jetzt einfach mal rüber ins System. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Oh ne, da liegt immer ein bisschen viel Granit an dem. Vielleicht kann ich da noch mit Glas arbeiten und so eine Glaswand davor setzen oder so, damit der Granit immer aufs Förderband fliegt. Weil aktuell sieht es so aus, als wenn der teilweise sich mal anderweitig verabschiedet und nicht aufs Förderband fällt. Das wäre schlecht. Hier, kann ich mal austun. Und es sollte immer stackweise. Oh mein Gott. Oh, es stapelt sich zurück. Oh, okay, hier. Ja, da müssen wir mal gucken langfristig. Oh, ach, weil, ah, stopp, es stapelt sich zurück, weil der Crusher nicht hinterherkommt. Okay, okay. Jetzt gerade ist vorne der Crusher nicht dran, aber vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen, ja, anpassen und so. Also werde ich mal gucken, ob ich vielleicht sogar 2 Crusher dann mache oder sowas in den Dreh. Wir schauen mal.
Ja, we will see. Zerrt in einer vorbei. Gut, ich lasse das mal laufen. Ich bin das mal so ein bisschen am Tweaken jetzt hier, dass die Sachen nicht mehr in Lebensförderband fallen, sondern drauf. Also auf der Innenseite liegt ja nichts. Manchmal fällt noch was davor oder so. Und da kann ich ja mal hingehen und mit Glas, mit, oder mit Glas, Eisengitter, mit Glas, damit man durchgucken kann. So viel haben wir ja hier. Ups, nee, das nicht. Das war nicht so geil. Ich würde so machen hier jetzt. Warum ist denn hier vorne gerade gestoppt eigentlich? Kann er nicht raus? Doch. Hä? Warum bleibt das Item da drin liegen? Ist das voll oder was? Nee. Hm. Okay, nee, scheint noch zu gehen. So, aber wenn ich jetzt hier das setze, dann sollte nichts mehr daneben fallen, denke ich. Okay. Jetzt ist halt nur die Question, ob das schnell genug verarbeitet wird. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar, ob sich, wie weit sich das hier immer zurückstaut. We will see. So Leute, die Fabrik ist komplett fertig und ich habe direkt schon mal die Gelegenheit genutzt, nochmal hier weiter loszulegen und mit den Punkten mal einkaufen zu gehen, weil andere Leute schreddern ihre Mobfarm-Sachen durch und vor allem, wenn es hier um Leder und sowas geht, kann ich super easy mal hier hingehen und gleich nochmal mein Backpack upgraden. Ich zeige euch auch die fertige Farm. One moment. There we go, 9 Stück. Das sieht gut aus. Und hier hinten läuft jetzt das alles. Ach, ich kann mal so ein perfekt fertig und durch. Es gibt keinen Hä? Oh, die Items sind jetzt hier ein bisschen glitscht. Warum sind denn die Items noch dunkel? Die kann man überhaupt gar nicht erkennen. Oh, das ist aber unsatisfying. Ich habe gerade schon mal Spiel neu gestartet, aber die Items auf den Förderbändern, die sehen auch ein bisschen enttäuschend aus, was auch mal hier passiert ist. Auf Förderbändern generell sieht es gerade ein bisschen dunkel, arg duster aus. Guck mal, hier vorne werden die jetzt dunkel, wenn die rüberfahren. Keine Ahnung. Egal, jedenfalls, Ordnung muss gerade sein. Das passt. Ich bin, glaube ich, dran, dass ich, na, ich verbrauche ein bisschen mehr Sand, als ich produziere. Ein bisschen mehr Sand. Also die Produktionsgeschwindigkeit wird ein ganz kleines bisschen noch abnehmen demnächst. Das ist aber nicht so schlimm. Beziehungsweise, ich bin gerade überlegen, was denn eigentlich, ich weiß nicht, wie die Spawn-Chunks gelegt sind, aber ist auch egal. Jedenfalls kein Rückstau mehr. Hier die Chest ist jetzt mit 4 Granit, die darf sich nicht vollstauen, sonst ist Überschuss. Ich habe die ganzen Sachen umplatziert. Ich bin nochmal hingegangen, habe die Förderbänder ein bisschen länger auseinandergezogen, ein bisschen weiter auseinandergezogen. Wir haben jetzt hier die so 5, 6, 7 Blöcke Abstand. Ich filtere die Büsche auch raus, damit die Büsche nicht durch den Schredder gejagt werden, weil ganz ehrlich, was soll's, warum soll ich denn Büsche schreddern? Die geben nur einen Punkt. Lieber hier die Goldnuggets, die geben 200. Also ein Nugget sorgt für 4 Stacks, oder, ne, das ist ein bisschen viel, ungefähr, an Büschen halt, ne, aber das passt. So, hier ist alles einwandfrei. Die Farm ist gebalanced, die Farm funktioniert, die Farm wird mir jetzt massig viele Punkte geben und damit bin ich echt zufrieden. Wir sind wieder bei 1,5 Millionen Punkte, dafür, dass ich hier aussehen am Anfang weggeschreddert habe, ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. Und jetzt heißt es im Klartext, wir können mal gucken. Das lassen wir jetzt einfach laufen. Das ist meine Goldfarm. Aktuell wird es geschreddert. Wenn ich Gold brauche, dann höre ich halt auf mit Schreddern. Baue ich die Schredder ab, baue ein paar Kisten, damit es eingesammelt wird. Im nächsten Schritt, was ist der Plan, wo wollen wir hingehen? Also, wir haben natürlich noch ein Storage Crafting Terminal mit ganz weirden, teuren Sachen. So ein Stargaze-Ding, da müssen wir mal gucken. Aber langfristig wollen wir auf die Creator-Rüstung hin. Und es kann sein, dass wir uns demnächst jetzt mal damit beschäftigen, lauter so Zwischenteile irgendwie mal schon mal dafür zu machen, was wir brauchen. Also wenn ich hier Boss Fluid brauche, was brauche ich? Ach nee, ich brauche hier Elytra. Kann ich Dragon Breath, das? Nee, das kann ich alles knicken. Wo kriegen wir denn hier, wo kriege ich denn Echo Shards her? Muss ich mal rausfinden. Habe ich doch gar nicht rausgefunden, wie ich Echo Shards kriege. Leute, nächstes großes Projekt. Und zwar, ich muss die Blaze Cakes machen. Wie bekommt man die Superheated Blaze Cakes? Das ist meine nächste Quest und To-Do, wo ich hin möchte. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Eier. Ich werde eine Hühnerfarm machen, die ganze Zeit richtig schön Eier eintütet. Mit Sugar und mit Cinderflower. Dazu kommen wir dann noch. Das wäre auch noch mal der nächste Plan für die nächsten Episoden. Und ich kann mal gucken, wie viele Hühner da vorne drin haben. Aber vorerst nächste Geschichte. Ich gucke noch mal, ob ich irgendwie mein Backpack upgraden kann. Und das ist doch hier Add Traveler's Backpack. So, und dann kann man jetzt so ein Tier-Upgrade machen, oder? Leather as a template and combine it with leather tier traveler's backpack and smithing table to apply upgrade. Die andere Frage ist aber jetzt, was besser war für Bauen und alles, war doch dieses Spinnen-Backpack. Die Frage ist, ob ich mein Backpack, was ich habe, nehme, einmal leere. Kann ich dafür mal ganz kurz Richtung Chests gehen, ja? Dass ich das Bibliotheks-Backpack da irgendwie runterscrape, weil ich brauche ja kein Bibliotheks-Backpack, oder? Was bringt mir das? Bringt mir eigentlich gar nichts hier. Ich kann das mal rausdumpen.
Ich mache das auch mal leer, ob ich das jetzt irgendwie wieder befreien kann von. Gut, Wasser ist halt noch drin. Hier so Bookshelf, Backpack, das bringt. Holds mighty knowledge place around enchanting table just like the bookshelf to get higher level enchantments. Also es ist komplett uninteressant und es kostet auch nicht viel. Die Sache ist die, ich könnte das mit einer Schere bearbeiten, dann kriege ich ein Standard-Backpack raus und dann könnten wir eigentlich hingehen und auch so ein Spinnen-Backpack machen, damit wir gut rumklettern können und so, weil das ist, glaube ich, praktisch. Machen wir das ist Q. Wo haben wir denn? Spiders Backpack hier, also Spinnen-Backpack ist hoffentlich Meta, ja, da mache ich Strings, Spinnenauge, habe ich Spider-Backpack und das kann ich dann upgraden, glaube ich. Da gucken wir mal. Gut, ich habe mich entschieden. Wir machen zuerst das Spinnen-Backpack. Ansonsten wäre noch Blaze möglich, dort kriegt man keinen Fallschaden, immun zu Blaze-Schüssen, aber das Problem ist, der Boss auch Blaze Rods, die habe ich jetzt schon wieder nicht, aber Spinnen-Backpack kann ich, glaube ich, easy machen. Inhalt ist geleert, ich habe ein Standard-Tier-Backpack jetzt. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir bei Travelers das zuerst irgendwie upgraden wollen. Macht das eigentlich einen Unterschied? Ich würde dann mal mit Leather, Backpack Tank, dafür brauche ich aber nochmal Glas. Kann ich mal hingehen? Oh, Glas habe ich, ach Gott, Glas habe ich kaum. Ja, Leute, das ist jetzt natürlich ein Problem mit Iron nochmal. Ja, ich habe auch natürlich die ganzen Sachen weggetan. Egal, ich probiere es mal. Tank. Es gibt auch nur eins. Ich muss ein bisschen mehr Zeug holen. Und dann crafte ich jetzt mich mal hier durch. Und ich hoffe mal, dann haben wir richtig viel Platz. So, Leute, wir gucken mal. Ich kann jetzt hier ein Eisen-Upgrade machen dafür. Es gibt auch ein Crafting-Upgrade, weißt du? Da hätte ich aber auch kein Problem mit. Lass mal einen Crafting-Upgrade machen. Weil aktuell kann ich meinem Rucksack ja nichts werkeln. So, aber das mache ich mal. Crafting-Upgrade. Boom. Die Frage ist, wie kann ich das jetzt hier drin installen eigentlich? Können wir irgendwo hier Crafting Upgrade in die Settings? Ist das hier? Ist das Upgrade? Nee. Ist gerade nicht. Backpack Settings hier. Ich werde mal schauen, wie das noch geht. Aber ansonsten können wir mal hier hingehen. Ah, Schmiedetisch dann noch. Ich glaube, wir müssen uns langsam hocharbeiten. Von da auf Gold und dann auf Dia gegebenenfalls. Wir machen uns mal einen Smithing Table dann. Habe ich noch gar keinen bisher hier, aber ich habe zum Glück alles dabei. So, there we go. Dann kommt hier mal Backpack rein. Upgrades. Ach ja, an deiner Seite wieder Leder, ne? Dann habe ich jetzt hier ein Crafting Upgrade, glaube ich. Dann machen wir mal einen Eisen Upgrade. Gibt es da noch irgendwas Geiles ansonsten zusätzlich? Wieder Leder, das und das. Habe ich Tier Iron. Dann hole ich mal Gold. So, legen wir rein. Das. Haben wir ein Gold-Up-Dings. Und dann ist halt die Frage, ne, die ist noch ein bisschen weit hin, aber wir können mal gucken. Aktuell, ja, ist mehr Platz drin. Sehr schön. Und Crafting an der Seite. Und das bleibt hoffentlich jetzt die ganze Zeit offen. Okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt hole ich nochmal die Spider-Eye. Habe ich natürlich hier oben nicht, aber Strings habe ich hier. Da kann ich mir die Fäden holen, die Spinnenaugen auch. Dann hüpfen wir mal ganz kurz runter zum Mob-Farm. Da müssen die drin liegen. Und dann, tja, was soll ich sagen? Hätte ich ein richtig dickes Backpack-Upgrade. Aber ich finde es gut, dass egal welches Backpack man kriegt, die man die immer wieder recyceln kann. Hauptsache man hat erstmal eins gekriegt. Ich habe sie ja auch noch gar keins gedroppt von den Mobs, wenn ich ehrlich bin hier. Spinnenauge, da ist eins. Spinnenauge, da ist ein zweites Spinnenauge. Nein, es fehlt ein Spinnenauge. Ja, dann heißt jetzt so lange warten, bis ich eins kriege. Aber mit dem neuen Mending-Schwert, was ich aus dem Recycler gekauft habe, weil ich jemand anders geschrottet habe, kann ich jetzt hier ewig theoretisch stehen und kurz kloppen. Ja, dann hoffe ich mal, dass irgendwann noch mal eine Spinne runterdrückt. Okay, Leute, irgendwie, ja, würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Ich finde jetzt kein neues Spinnenauge. Ich habe schon in der Farm gestanden, das hat ewig gedauert. Ich habe leider keins mehr bekommen. Ich werde es mal anders upgraden. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Gibt es noch andere wichtige Upgrades, die man machen kann? Nee, ne? Crafting haben wir und ansonsten, ja, passt erstmal. Ich ziehe das Backpack so an. Wir haben nämlich jetzt erstmal ein bisschen Platz gekriegt. Wenn ich das auf dir mache, kriege ich wahrscheinlich nochmal mehr Platz. Das wird chillig. Aber jetzt kann ich hier ordentlich Zeugs reinlagern. Mein ganzer Technikrahmen von Create, der soll halt jetzt einfach da rein. Damit wir immer fleißig weiter bauen können. Alle wichtigsten Items kommen rein. Ich kann auch mit Backen. Hier, guck mal. Ich habe zwei weitere reingekriegt. Das Backpack ist echt größer geworden.
bauen. Da kann man ja alles noch mitnehmen, die Blazeburner, Encased Fans, Chute und sowas. Ich werde auch noch mal hingehen, hier ein paar Sachen jetzt rausholen, die wir fürs Bauen immer mal brauchen können. Gear Shift vielleicht, Mechanical Saw. Also alles, was jetzt hier technikrelevant ist, kommt da rein. Und dann läuft das. Die Electron Tubes hier noch meinetwegen, das Rosenquarz oder so. Da gehe ich nochmal ganz in Ruhe durch. Die Crafter, die Blazeburner. Ja, ich werde da nochmal ganz in Ruhe gucken jetzt hier und da alles reinballern. Leute, das war wieder sehr, sehr gut. Wir haben heute in relativ kurzer Zeit wieder auf 2 Millionen Punkte hochgeballert. 2,1 Millionen Punkte. Und ich habe vorhin meine ganzen weggehauen aus Versehen. Das haben wir wieder gut gemacht. Wenn ich jetzt ein bisschen 11k stehe, sollten wir da richtig zügig hochgehen. Wir werden zusehen, dass wir das in den nächsten wieder erhöhen. Und ich habe noch einen Tipp von RGB bekommen. Wir brauchen keine Blaze Cakes für Superheated Stuff, sondern wir können das über Strom machen und sowas. Ne? Über Advanced Solar Panel, Boiler, Heater, Heat Pumps und sowas. Also Hitze kann man anderweitig hinkriegen und das wird dann ein bisschen einfacher, als immer Ressourcen dafür zu produzieren. Also werde ich auch keine Blaze Cakes machen, sondern mal eine Maschine, die superheated ist über halt das Create Add-on-Zeugs und sowas. Und das wird wahrscheinlich ein Fall für die nächste Folge werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Unsere Goldfabrik, die äußerst satisfying ist, würde ich sagen, steht und sie funktioniert und es kommen ordentlich Punkte rein. Bis demnächst, das Krachen. Ciao, ciao.